Cheers. Hey, was geht? Mein Name ist Tashan, aka Bombay Mami. Ich bin aus der Schweiz, aus Indien, aus London, aus überall ein bisschen auf der Welt. Ring, ring, ich bin unterwegs, Baby, du musst mich suchen. Eat that pussy wie ein Butterkeks, Uyan, du musst mich rufen. Longeons mon corps, il me fait du bien. Ich würde sagen, für mich ist die Musik die Leidenschaft und die Sprache ist nicht so wichtig. Ich kann auf Deutsch, Französisch, Englisch, Schweizerdeutsch, Hindi, Spanisch irgendwas machen. Aber ich glaube, das Ding ist, für mich ist Deutsch, es hat begonnen, als ich die Girls gehört habe in Deutschland und nicht so, okay, ich habe Deutsch noch nie so gehört und es hat mich inspiriert und hat mich auch motiviert, was auf Deutsch zu machen. Und jetzt ist es einfach so, es gefällt mir sehr gut, weil es ist ganz eine andere Art und Weise, wie man flowt und wie man sich ausdrücken kann. Und es ist halt auch eine neue Challenge für mich auf Deutsch. Ich habe jahrelang auf Englisch gemacht und jetzt auf Deutsch ist es so wie eine neue Herausforderung. Und ja, you know, we multilingual. Ja, natürlich habe ich ein Role Model und das ist Missy Elliott, schon seit ich klein bin, schon seit ich vor MTV gesessen bin und einfach auf ihre Videos gewartet habe. Sie war immer so die Person mit den craziest Outfits, craziest Videos, Flows, Messages. She's a boss girl und inspiriert natürlich ein Boss Girl. Das Ziel mit meiner Musik ist, andere Leute zu motivieren, andere Kids, Girls, Boys zu motivieren. Ich komme aus einem Dorf, hätte nie gedacht, dass ich all das mache, was ich heute alles mache und machen kann, darf. Und für mich ist es das Wichtigste, andere Kids, Girls eben zu motivieren, dass sie ihr Ding durchziehen und das machen, wo sie wollen und wofür sie auch brennen, weil we only got one life. We gotta do the most, you know what I'm saying? Ich würde sehr gerne mit natürlich Missy Elliott, Timbaland, Pharrell Williams, ich glaube, das sind so die, mit denen ich wirklich sehr gerne zusammenarbeiten würde. Und Herbert Grönemeyer.